1885 wurde der Ruf nach der Einrichtung einer freiwilligen Feuerwehr wieder lauter und hatte Erfolg. Aus den Mitgliedern des Kriegervereins wurde eine Kommission gebildet, die die Gründung vorbereiten sollte. Ihr gehörten der Malermeister Jäger, auch Präsident des Kriegervereins, der Buchdruckereibesitzer Eisemann und der Bäckermeister Theodor Müller an. Eine schwierige Aufgabe war nun die Beschaffung der erforderlichen Geldmittel. Im Ort wurden Geldsammlungen durchgeführt, aus der Fleckenskasse gab es einen Zuschuss und Spenden von der landwirtschaftlichen Brandkasse, der Phoenix und der Concordia-Versicherung. So kam eine stattliche Summe zusammen. Doch die Kosten für eine Spritze mit Saugbetrieb von etwa 1150 Mark waren erheblich. Ausgaben für Schläuche, Hängeleitern, Patschen, Wasserfässer und Uniformen kamen hinzu. Nach Absprache mit der Fleckenskasse wurde für den Fehlbetrag bei der Zevener Sparkasse ein zinsloses Darlehen aufgenommen. Der Bäckermeister Theodor Müller lieh der Freiwilligen Feuerwehr 600 Mark. Damit waren wichtige Voraussetzungen erfüllt. Die Schulden wurden in den folgenden Jahren mit Spendengeldern zurückgezahlt. Am 2. Mai 1885 war es dann soweit, die Freiwillige Feuerwehr Zeven wurde gegründet. Ihr schlossen sich sofort 35 Männer an. Aus ihren Reihen wurden folgende Führungspositionen gewählt: Hauptmann Oskar Sasse, Buchdruckereibesitzer, erster Zugführer H.W. Kramer, Gastwirt, zweiter Zugführer H. Jäger, Malermeister, Obersteiger Theodor Müller, Bäckermeister und Schriftführer Fritz Weidenhöfer, Gastwirt. Die Spritze und Gerätschaften der Freiwilligen Feuerwehr wurden in einer Scheune direkt neben dem Spritzenhaus der Pflichtfeuerwehr untergebracht. Schon damals hatten sich die Freiwilligen Feuerwehren in dem hannoverschen Feuerwehrband zusammengeschlossen, der bei den Regierungsstellen große Beachtung fand. Diesem schloss sich auch die neu gegründete Zevener Wehr an. Nach einer Besichtigung der Freiwilligen Feuerwehr Zeven durch diesen Verband wurden Missstände und mangelnde Unterstützung durch die Fleckenverwaltung in einem Protokoll niedergeschrieben. Dieses wurde der Verwaltung durch übergeordnete Dienststellen zur Kenntnis gegeben. Das hat scheinbar seine Wirkung nicht verfehlt. Die Einstellung gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr war in der Folgezeit deutlich besser. Schnell hatte sich die Feuerwehr Zeven das Vertrauen der Bevölkerung erworben. Zu Bränden in Kleten bei Ahlerstedt, Ahrenswolde und dem Selsinger Mühlenbrand wurden sie gerufen und rückte mit ihrer von vier Pferden gezogenen Spritze aus. Im Jahr 1889 musste ein größerer Brand in Zeven, dem zwei Strohdachhäuser zum Opfer fielen, gelöscht werden. Die Pflichtfeuerwehr als immer noch amtliche Feuerwehr wurde kaum noch erwähnt, obwohl sie immer noch über mehrere Spritzen und weitere Gerätschaften verfügte. Der Wert der Spritzen und Geräte wurde mit 5.000 bis 6.000 Mark angegeben. Das fünfjährige Stiftungsfest und die feierliche Übergabe einer Standarte, gefertigt von jungen Mädchen, wurden mit großer Beteiligung der Bevölkerung, auswärtiger Gäste und befreundeter Feuerwehren abgehalten. Nach einem Brandmanöver und Schulübung der Freiwilligen Feuerwehr Zeven auf dem Marktplatz wurde im Festumzug zum alten Turnplatz in der Ahr marschiert. Dort gab es ein Konzert und Tanz mit den Zevener und Sottrumer Musikchören in zwei Zelten. Der erfreuliche finanzielle Überschuss von diesem Fest wurde zur Schuldentilgung und für notwendige Anschaffung verwendet. 1891 schied Hauptmann Oskar Sasse wegen seiner Auswanderung nach Amerika aus der Freiwilligen Feuerwehr Zeven aus. Zu seinem Nachfolger wurde der Gastwirt H.W. Kramer gewählt, was weitere Veränderungen nach sich zog. Ebenso wie das Fünfjährige wurde auch das zehnjährige Stiftungsfest gefeiert. Aufgrund der engen provisorischen Platzverhältnisse der Freiwilligen wie auch der Pflichtfeuerwehr wurde über ein neues Spritzenhaus für beide Wehren nachgedacht. Als Standort wurde der neue Markt ausgewählt, was bei den Zevener Bürgern auf wenig Zustimmung stieß. Der Blick auf das heutige Amtsgerichtsgebäude, das Kloster und die San Viti-Kirche wurden dadurch versperrt. Trotz verschiedener Eingaben ist das neue Spritzenhaus wie geplant gebaut und 1899 feierlich an die beiden Wehren übergeben worden. Das Jahr 1899 ist aber nicht nur wegen des neuen Spritzenhauses erwähnenswert. Bei zwei Großbränden, bei Stellmacher Lange, später Mercedes Lange, heute Volksbank, und der Oberförsterei war die Freiwillige Feuerwehr gefordert. Im Jahr 1903 wurde mit Hermann Schlüsing ein neuer Hauptmann gewählt. Er löste H.B. Kramer ab, der die Wehr 12 Jahre geführt und gefestigt hat. Eine eigene Sanitätsmannschaft wurde 1907 gebildet. H. Schlüsing stand 1908 vor einer großen Aufgabe. Die Pflichtfeuerwehr, angeblich noch etwa 200 Mann stark, wurde aufgelöst und die Gerätschaften der Freiwilligen Feuerwehr übergeben. Somit lag das Feuerlöschwesen in einer Hand. Einer Aufforderung des Fleckenvorstandes folgend, schlossen sich unmittelbar 28 und später noch einmal 18 junge Männer der Freiwilligen Feuerwehr an. Durch die drei jetzt zur Verfügung stehenden brauchbaren Spritzen war eine Neuanteilung von Mannschaften und Führungspersonen erforderlich.
Führer und Vertreter für die Spritze 1 wurden W. Peters und Friedrich Lohmann, für die Spritze 2 Willi Küx und Johann Bögel und für die Spritze 3 Johann Eckhoff und Heinrich Schlüsing. Fehlende Mannschaften wurden auf Weisung der Fleckensgemeinde aus den ehemaligen Mitgliedern der Pflichtfeuerwehr als Hilfstruppen der Freiwilligen Feuerwehr zugeordnet. Regelmäßig mussten dem Landrat Berichte über abgehaltene Übungen vorgelegt werden. 1910 kann das 25-jährige Stiftungsfest am 17. und 18. September unter großer Beteiligung der Bevölkerung und der Freiwilligen Feuerwehren Bremervörde, Rothenburg, Stade, Hasefeld, Sittensen, Wildstedt, Ottersberg, Buxtehude und Stemmen und den Zevener Vereinen gefeiert werden. Der Flecken Zeven wuchs und der Bau mehrgeschossiger Gebäude nahm zu. Nach 1909 erhielt die Feuerwehr daraufhin eine zweite Schiebeleiter. Auch die Elektrifizierung Zevens machte Fortschritte. Die 8 Hornisten erhielten in den kommenden Jahren Fernsprechanschlüsse. Eine Spritze der Feuerwehr wurde mit einem Elektromotor versehen, was die Leistung deutlich erhöhte und weniger Feuerwehrleute erforderte. Eine zweite Elektromotorspritze, geliefert von der Firma Hermann Köber aus Luckenwalde, wurde 1915 in Betrieb genommen. Wegen der Kriegshandlung standen der Freiwilligen Feuerwehr 32 zum Wehrdienst eingezogene Mitglieder zumindest vorübergehend nicht zur Verfügung. Junge Männer wurden angeworben und mit den Gerätschaften vertraut gemacht. Im Jahr 1916 befanden sich 56 Feuerwehrkameraden im Krieg. 32 standen der Feuerwehr noch zur Verfügung. Tief betroffen mussten sie zur Kenntnis nehmen, dass einige Kameraden nicht zurückkommen werden. Die zurückgekehrten Feuerwehrkameraden stellten sich nach Kriegsende sofort wieder der Feuerwehr zur Verfügung. In der Mitgliederversammlung im Januar 1919 wurden sie von Hauptmann Hermann Schlüsing besonders herzlich begrüßt.